Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein sind in erster Linie bekannt für ihre großartigen Gemälde und Skulpturen. Darüber hinaus beherbergen sie aber auch die neben der Albertina bedeutendste Sammlung an Grafiken des Wiener Biedermeier. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Fürst Alois II. Sicherlich die dominierende Sammlerpersönlichkeit im Haus Liechtenstein. Er vergab Aufträge an die wichtigsten Künstler seiner Zeit, an Rudolf von Alt, an Peter Fendi, an Josef Höger. Josef Höger zeigt uns bekannte Ansichten des Salzkammergutes. Er komponiert dabei die Landschaft regelrecht, er wählt einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit und gibt uns diesen in idealisierter Form wieder. Andere Werke, die ganz eng mit der Geschichte des Hauses und ihren Mitgliedern verbunden sind, sind die wunderbar leichten Aquarelle der Kinderdarstellungen Peter Fendis. Fendi zeigt hier die Sprosse der Familie. Bei ganz alltäglichen Sachen, er zeigt sie beim Spielen, beim Lernen, im Park. Er zeigt sie eben nicht als Mitglieder der Hocharistokratie. Es ist ein absolut revolutionärer Zugang. Er zeigt sie in vollkommen neuer Leichtigkeit. Indem er wirklich mit diesen Kindern lebt, kann er sie auch so darstellen. Neben Fendi und Höger zeigen wir selbstverständlich auch Werke des Rudolf von Alt. Ganz besonders wichtig und schön sind seine Interieurdarstellungen der Liechtensteinischen Palais in Wien, in der Herrengasse, in der Bankgasse, im Palais Rasumowski, in der Landstraße, das Alois II. Mit seiner Familie bewohnt hat. Rudolf von Alt hat in seinen Aquarellen auch die Besitzungen der Liechtenstein außerhalb Wiens festgehalten, so zum Beispiel das Schloss Eisgrub und das Schloss Felsberg im heutigen Tschechien, wo er mit Leichtigkeit diese prachtvollen Besitzungen darstellt. Man sieht das Schimmern des Parketts, man sieht die blauen Tapeten, man sieht die gelben Seidenbespannungen, man sieht das prächtige Mobiliar und die Aquarelle, die schon in diesen Bildern zu sehen sind.